Ah, oh Gott, ey. So, mal eine ganz einfach schnelle, hoffentlich schnelle Sache. Und zwar habe ich folgendes Problem gehabt. Im Kaltstart manchmal liefern nur auf 3 Zylinder, stank nach Sprit und ich habe auch das Gefühl, dass er mehr Sprit verbraucht. Ursache dafür kann, und ich vermute sehr stark, dass es das ist, dieser kleine Temperaturfühler. Und zwar ist es der Temperaturfühler der Einspritzerlage. Und der nicht richtig tickt, dann passieren solche Sachen, dass er im Kaltstart oder sogar wenn er warm ist, einfach den Wagen anfettet, zu viel Sprit verbraucht oder gar nicht mehr richtig läuft. Jetzt ne, Original Öpel Teil, könnt ihr mal gucken. Bestellnummer von diesem Sensor ist natürlich ein Bosch Teil, ist ja klar. Opel baut ja selber nichts, aber ich darf noch ein Bosch Teil. So, wo sitzt der? Er sitzt da hinten drin, so angeschraubt an die Ansaugbrücke. Also müssen wir erstmal das Resonanzrohr, diese Glocke da entfernen. Zum Entfernen dieses Teils brauchen wir einen beim Kreuzschrauben hier zu lösen. Uno. So, damit wir also Platz zum Arbeiten haben, nehmen wir mal das ganze Ding komplett raus. Das heißt, Kurbel in der Lüftung hier unten, wie auch die Verbindung zum Luftfilterkasten hier, den schnell abschrauben. Sie unten. So, jetzt kann sie aber Unterdruckleitung. Die eine hatte ich vorhin schon abgezogen. Die geht nur zum Luftfilterkasten. So, den Waffel vorne hin, da und den Platz hinten. Kurz in die Hand genommen. Seht ihr den blauen Geber da unten, wo der Stecker drauf ist? Und zwar den da unten. Ich hoffe, man sieht den. Da! Ich zoome mal ran. Zoom! So. Fokus funktioniert nicht. So. Hier sehen wir den Geber blau mit diesem Stecker. Wir müssen die Nasen links und rechts jetzt noch zusammendrücken, dann können wir den abziehen und dann können wir den schon losschrauben. Jetzt ist er natürlich sehr gut dran zu kommen durch die Klima. Mal so ein bisschen. Ja, und so hier hinter und dann plopp, Stecker ist ab. Ich guck mir den mal an, Schlitz ist unten, das wollt ihr wissen. So, jetzt haben wir den Geber da frei, Stecker ist ab. Zum Lösen brauchen wir einen 19er Ringschlüssel, aber jetzt ganz wichtig. Es darf nicht mehr heiß sein, der Motor. Das wäre nämlich eine ziemlich beschissene Sache, wenn der Motor heiß ist, dann würde er es nicht verbrühen. Und jetzt Druck auf dem System, deswegen schön abkühlen lassen. Und als nächstes müsst ihr ein bisschen Akrobatik an dem Tag legen. Also wir lösen jetzt einfach. Wir versuchen jetzt irgendwie das Ding hier durchzukriegen. Den zu lösen. Aber das leichte sagt, das getan. Ah, oh Gott, ey. Zum Thema Bügel hier oben, der hier zwischen sitzt. Zwischen Ansaugbrücke und Lichtmaschine eben mal losdrehen. Weil wir sonst nicht an den blöden Stecker kommen. Tolle Sache. Den zwei Torx-Schrauben eigentlich, aber wenn man mit diesen abgerundeten Nüssen hat, kann man auch eine 10er nehmen. Das passt dann auch drauf. Ja, da zum Thema eine schnelle Sache. Ich habe jetzt einen Bügel, wie ihr sehen könnt, Ansaugbrücke losgeschraubt, hier gelockert, so runtergedreht. Jetzt habe ich den Schlüssel drauf, komm, gekröpft, da passt auch nicht. Das, herrlich ist das. Jetzt lösen wir den Sensor. Deine Hand ist jetzt scheiße. Dann lege ich mal hier hin. So. Ja, 20 Mal Fluchen später habe ich ihn jetzt gelockert. Jetzt kommt die Akrobatik, nämlich damit wir jetzt nicht gleich das ganze Kühlwasser am Boden liegen haben, muss ja wie sie flink sein. Das heißt, mit einer Hand rausdrehen, anderen in der anderen Hand festhalten. Oder irgendwie so.
und versuchen den dann ganz schnell da reinzukriegen. Beim Astra hat das super geil alles funktioniert. Hat man Platz und sonst was gehabt, aber hier. Diese Flink und rein der neue. Meine Güte. Das ist der alte. Den hab ich rausbekommen. Sieht gar nicht so scheiße aus, aber kann einfach sein, dass das irgendeine Macke abbekommen hat. Naja, El Tonno, den neuen festdrehen mit den gekröpften wieder stundenlang, Dück, millimeterweise. Dann können wir zusammenbauen und der Karren sollte laufen. Ja, mal eben, ne? Ja, jetzt wo der ganze Rotz wieder zusammen ist, können wir mal anwerfen und gucken, ob er anstrengt. Jo, als letztes noch mal ein bisschen Kühlwasser nachkippen. Viel ist ja nicht rausgelaufen bei der Aktion. Auf Kaltmarkierung irgendwo reinkippen und dann sind wir schon fertig. Und dann war's. Ja, schon. Wäre jetzt ein bisschen überdrehen. Gucken dann als Werkzeug raus. Wäre jetzt ein bisschen überdrehen. Die Scheiße mit dem Limahalter durchschrauben und dann da irgendwie zum Spritzen und rausfilmen. Corsa ist eben doch kleiner. Selbst als ein Astra F. Naja, aber es hat ja geklappt. Irgendwie. So, das war's. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Tschüss.